Das Thema ist jetzt mein Weg zum Islam. Danke, danke. Mein Weg zum Islam. Wie bin ich zum Islam gekommen? Der ein oder andere fragt sich vielleicht, auch vielleicht der Nicht-Muslim fragt sich, wie kann man nur zu so einer Religion übertreten? Wie kann man nur Terrorist werden? Wie kann man nur? Ja. Wie kann man sich nur so verunstalten und sich so einen Bart wachsen lassen im Gesicht? Wie kann man nur? Denkt sich vielleicht ein oder andere. Könnt ihr, also ich weiß, der ein oder andere denkt sich das, aber ich denke, derjenige, der sich das denkt, der kommt heute nicht hierhin. Dazu erzähle ich erstmal etwas über mein Leben, weil das ist vielleicht für den einen oder anderen nützlich, die Gedankengänge dahinter zu verstehen. Ich war Christ gewesen, und zwar Protestant. Ich ging auf eine für heutige Verhältnisse streng christliche Schule, die von Mönchen gebaut wurde. Und es wäre schön, wenn man zwischendurch das Reden unterlässt, weil das lenkt auch andere Leute ab. Wenn man reden will, kann man sich gerne draußen unterhalten, das ist gar kein Problem. Ja? Nur das lenkt halt die Leute ab, die gerne den Vortrag mitkriegen wollen. Ja? Okay. Das sind die Zeichensprache. Das heißt, Ruhe bitte. Und das heißt, absolute Ruhe. Gut, Alhamdulillah. Jedenfalls, ich war Christ gewesen. Ich war zwar Protestant, aber ich bin auf eine katholische Schule gegangen, bei der auch die Religion sehr ernst genommen wird. Die ist von Mönchen gebaut worden. Norbert Gymnasium Knecht steht, für den, den es interessiert. Kann er mal im Internet nachgucken. Auf jeden Fall, in dieser Schule haben wir einige Werte vermittelt bekommen. Christliche Werte. Ich würde sagen, es war nicht so tiefgründig theologisch, aber doch, dass wir sehr viele Werte gelernt haben, christliche Werte. Und ich denke, dass die auch sehr identisch sind mit den islamischen Werten. Und dass leider bei vielen Muslimen diese Werte nicht wirklich gelehrt werden, obwohl sie eigentlich Werte sind, die im Islam auch vermittelt werden sollten. Und hierzu meine ich beispielsweise Zivilcourage. Das ist etwas, was dort sehr, sehr verbreitet wurde oder sehr gefördert wurde. Und es soll sich kein Nicht-Muslim beleidigt fühlen, aber ich habe mich halt mit der Religion beschäftigt und als ich 14 war im Konfirmandenunterricht, habe ich einige Punkte gesehen, die mir seltsam vorkamen. Ich denke, der ein oder andere Christ hat vielleicht eine Antwort darauf, aber der Pfarrer zu diesem Zeitpunkt hatte keine Antwort darauf und es ging beispielsweise um den Namen oder den Begriff Jesus von Nazareth. Und es heißt, dass man immer nach dem Ort benannt wird, wo man geboren ist. Und da habe ich gesagt, dann müsste er Jesus von Bethlehem heißen, weil laut christlicher Lehre ist er in Bethlehem geboren. Daraufhin meinte der Pfarrer, dass aber heutzutage einige davon ausgehen, dass er eigentlich nicht in Bethlehem geboren wurde, sondern dass das in der Bibel verändert wurde, um auf eine Voraussage im Alten Testament zuzutreffen. Ja. Und wenn man sich dann die Geschichte nachher anguckt, das ist etwas, was einige Bibelwissenschaftler sagen, also das ist nicht an den Haaren herbeigezogen, das ist etwas, was einige sagen, sicherlich sind einige der anderer Meinung, aber für mich war es so, dass dieses Eingeständnis von ihm eigentlich ein Zeichen war, wo ich mir gesagt habe, wenn sogar hieran gezweifelt wird, an der Weihnachtsgeschichte, wie kann ich diesem Buch Vertrauen schenken? Und im Nachhinein habe ich mich mit der Sache auseinandergesetzt und es geht darum, dass Bethlehem eigentlich südlich von Jerusalem liegt. Ja? Und dass Josef und Maria in Nazareth gelebt haben und nach Bethlehem gegangen sind. Aber warum? Weil es eine Volkszählung gab und wegen dieser Volkszählung haben die Römer alle ihren Heimatort, in dem sie geboren sind, zurückgerufen. Hier sagt man sich natürlich, wenn Maria hochschwanger ist und Maria ist nicht in Bethlehem geboren, warum nimmt Josef Maria auf so eine schwere, weil wir hatten damals keine Autos, keine Bahnverbindung, mit auf so eine schwere Reise bis nach Bethlehem? Die zweite Frage, die man sich stellt, ist, dass normalerweise eine Volkszählung nicht in dem Geburtsort stattfindet und das auch ziemlich schwer dass es fast unglaublich ist zu glauben, dass die Römer es schaffen konnten,
zur damaligen Zeit alle Leute in ihren Heimatort zurückzurufen. Denn die Menschen sind beschäftigt. Nicht jeder hat Zeit, einfach mal ein paar Tage zu wandern. Ja, selbst vor der heutigen Zeit, wo wir Bus-, Bahnverbindung, Autos haben, ist dies sehr schwer möglich, weil jeder hat seine Beschäftigung. Zur damaligen Zeit vielleicht lebensnotwendige Beschäftigung. Ein anderer Punkt ist, dass rein historisch bewiesen ist, dass eine Volkszählung schon einige Jahre vorher stattfand und dass normalerweise in solchen kurzen Abständen keine Volkszählung gemacht wird. Das nur dazu, das kann gerne jemand anderer Meinung sein. Das ist ein Punkt. Im Nachhinein habe ich mich mit der Bibel beschäftigt und einige Punkte gefunden. Ich weiß, es gibt einige Leute, die Erklärungsversuche haben, aber die wirken bei mir nicht, weil sie für mich nicht plausibel sind. Wie zum Beispiel, dass in Matthäus 27, Vers 4 steht, dass Judas, der Jesus verraten habe, dass er Selbstmord begangen habe. Matthäus 27, Vers 4. Dort steht, er erhang sich. Es reute ihm und er geht in den Tempel und will dort das Geld zurückgeben, das er für den Verrat bekommen hat. Und die Pharisäer sagen, was haben wir mit dem Geld zu tun? Da ist Blut dran. Und dann nimmt er dieses Geld, schmeißt es in den Tempel, geht hin und erhängt sich. Und daraufhin sammeln die Pharisäer das Geld auf und kaufen davon einen Acker. In Apostelgeschichten 1, Vers 18, dieselbe Geschichte, steht, dass Judas, dass es ihm nicht gereut hat, sondern dass er dieses Geld genommen hat, hat davon einen Acker gekauft und auf diesem Acker stürzt er hin, sein Leib barst auseinander und seine Eingeweide fielen hinaus. Es gibt einige Leute, die das so erklären wollen, dass sie sagen, Judas habe sich den Acker gekauft, hätte sich erhangen und wäre dann der Ast gebrochen und er wäre dann runtergefallen und die Eingeweide fielen hinaus. Allerdings, der Kontext weist nicht darauf hin. Und außerdem ist es schwer zu glauben, dass der Ast bricht, nachdem man schon gestorben ist. Und das griechische Wort ist erhängen, dass er bei dem Erhängen gestorben ist. Die andere Sache ist, dass einmal steht, er habe das Geld weggeworfen und bei dem anderen Mal steht, er habe den Acker selber gekauft. Aber Geld wegwerfen. Ich könnte zum Beispiel sagen, okay, der Kauf, zum Beispiel ich gebe ihm Geld und sage, kauf mir meine Cola. Dann kann man den Kauf mir zuschreiben und ihm. Dem Nordin, ne? Falls jemand Interesse hat. Hier. Also, dann kann man dem Kauf mir zuschreiben und ihm, weil ich ihn beauftragt habe. Aber wenn ich sage, hier, dein dreckiges Geld will ich nicht und schmeiße es ihm zu, dann kann ich den Kauf nicht mir zuschreiben, wenn er danach aus eigenem Willen davon einen Acker kauft. Okay, wer eine andere Meinung hat, es gibt noch andere Beispiele, Esra 2, Nehemia 7, insgesamt 18 unterschiedliche Zahlen. Es wird die Auswanderung der Israeliten aus Babylonien erwähnt. Dabei werden die einzelnen Stämme erwähnt, wie viele Personen von einzelnen Stämmen ausgewandert sind. Dabei gibt es 18 Widersprüche. Da habe ich mir gesagt, oder zur damaligen Zeit schon, die anderen Dinge habe ich später dann herausgefunden. Es gibt noch viele Listen, sicherlich, wir wollen damit keinen Christen beleidigen, aber für mich war das ein Zeichen, dass ich auf dieses Buch nicht 100% vertrauen kann. Trotz der ganzen Dinge, die positiv sind da drin, aber das war für mich der Punkt, wo ich mir gesagt habe, vorbei. Und meine Mutter sagt immer, ja, du warst ja sehr gläubig. Ich habe mich eigentlich nicht so eingeschätzt. Ich würde mich eher als einen interessierten, als einen engagierten Christen zur damaligen Zeit betrachten. Auf jeden Fall habe ich daraufhin gesagt, wenn wir einen Gott haben und er hat uns als Menschen erschaffen mit diesem Bewusstsein, darüber nachzudenken, wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was ist der Sinn unseres Lebens, dann ist es auch notwendig oder die Logik macht es notwendig, dass dieser Gott sich mit dieser Schöpfung, mit diesem Geschöpf Mensch, dass er mit ihm kommuniziert. Und wenn wir sagen, dass er mit ihm kommuniziert, muss diese Kommunikation erhalten bleiben für die Menschen als Rechtheit und perfekt in ihrer perfekten Form. Wenn das nicht der Fall ist, so sage ich mir, und es gibt kein Buch, zu dem man zurückgehen kann und keine Erwartung, dass noch ein Buch kommen würde, auf das man zurückgehen kann, dann gibt es auch keinen Gott. Gott kommuniziert mit dem Menschen. Auf jeden Fall war ich dann in so einer Phase, wo ich immer zwischen dem Glauben an Gott, Deismus
und dem Atheismus geschwankt habe. Ich wusste nicht, gibt es einen Gott? Zweifel habe ich gehabt. Ja? Gibt es einen Gott, gibt es keinen Gott? Und dann habe ich mich mit verschiedenen Religionen beschäftigt, aber nicht besonders intensiv, weil ich war in dieser Zeit sehr intensiv beschäftigt mit, ich war damals Profiboxer. Ich bin im Alter von 16 Jahren bin ich auf ein Internat gegangen nach Berlin, und zwar Ost-Berlin, also ehemaliges Ost-Berlin, auf eine ehemalige KJS, das sind die Sportschulen, deswegen war die DDR auch so erfolgreich gewesen. Deswegen habe ich auch sehr, sehr viele Bekannte in der ehemaligen DDR, auch Verwandte übrigens, ja. Aber auf jeden Fall, ich bin dann 5 Jahre da auf das Sportgymnasium gegangen. Und als ich dort war, in der ehemaligen DDR, ist es so, ich wollte den Eltern was sagen, wenn die Kinder spielen wollen, ist es besser, wenn man die beispielsweise draußen da in dem Foyer spielen lässt. Weil wie gesagt, das ist dann auch sehr laut hier und das ist gar kein Problem, wenn die da draußen spielen. Also wir haben nichts gegen spielende Kinder. Aber wie gesagt, jede Sache hat seinen Platz. Und das ist dann besser, wenn die zum Beispiel draußen da vor der Tür spielen. Also nicht vor der Tür, sondern hier in der Halle, aber da, wo dann keiner durch die Lautstärke irgendwie abgelenkt wird. Jedenfalls, ich habe dann dort etwas gemerkt und ich habe wirklich ein Studium hinter mir. Und das ist das Studium des Lebens. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, der unterschiedlichen Schichten. Spitzensportler. Ich war 3 Jahre mit Sven Otko und Markus Beyer, habe ich fast jeden Tag zusammen trainiert, die Boxweltmeister. Dann bei uns, meine Mutter arbeitet in der Gastronomie, dadurch haben wir Leute aus allen Gesellschaftsschichten kennengelernt. Es kamen auch Fußballstars in unser Restaurant wie Thomas Hessler, der Fußballtrainer Christoph Daum und so weiter. Also ich habe sehr viele Menschen kennengelernt. Und vorher auf dieser Schule, Norbert-Gymnasium, Knechtstehen, das war wie so eine Elite-Schule. Das sind also obwohl ich gehöre nicht zur Elite, nicht, dass jemand denkt, ich war mehr so, nichts besonders, also nicht besonders gut auf dem Gymnasium. Aber da waren halt viele Kinder aus so Familien, wo der Vater Richter ist und so, oberste Schicht sozusagen. Ja. Und deswegen habe ich so viele verschiedene Menschen kennengelernt. Das hat mir im Nachhinein sehr geholfen. Weil ich gemerkt habe, wodurch Probleme entstehen in den Familien und so weiter. Und in Berlin habe ich gesehen, und das ist in Ostdeutschland so, dass viele durch die DDR-Zeit gar keine Religion haben. Also bei uns auf der Schule waren vielleicht eine Handvoll Menschen, die überhaupt getauft waren. Und da habe ich gesehen, dass dieser Glaube, selbst der christliche Glaube, den Menschen von seiner Wertevermittlung sehr viel bringt. Das heißt, ich war irgendwie positiv aufgeschlossen, auch für das Christentum und andere Religionen, obwohl ich nicht daran geglaubt habe. Dann, als ich mit dem Abitur fertig war, bin ich nach Amerika kurz gegangen und habe da eine Trainingsreise gemacht, bin in Kanada vorher schon gewesen, habe dort Urlaub gemacht und war in verschiedenen Ländern, auch mit der Box-Junioren-Nationalmannschaft unterwegs und habe dadurch so viele Menschen gesehen und die Menschen beobachtet und Eindrücke gewonnen. Und dann, als ich fertig war mit dem Abitur, habe ich Zivildienst gemacht. Essen auf Rädern beim Deutschen Roten Kreuz. Weil ich hatte keine Lust auf zum Militär zu gehen, weil ich war gerade 5 Jahre im Internat gewesen und da wollte ich jetzt endlich mal bei meinen Eltern sein. Jedenfalls, bei diesem Zivildienst habe ich eine Sache gemerkt. Wir sind immer zu alten Leuten und wir haben eine Sache, habe ich da gemerkt. Man sieht Leute, bei denen warst du noch gestern, hast das Essen gebracht und heute sind sie tot. Du siehst Leute, die einsam leben, die seit 20 Jahren einsam in ihrem Haus leben, die mit keinem was zu tun haben, die, wenn du kommst und willst, ihnen etwas geben, die dich versuchen, 5 Minuten festzuhalten, damit du dich etwas mit ihnen unterhältst. Nun immer derselbe Spruch. Was haben sie heute für ein schlechtes Wetter mitgebracht? Was ist heute heiß? Was ist heute? Wir wollen uns damit nicht über die alten Menschen lustig machen, aber wir wollen damit zeigen, was für ein trostloses Leben die Menschen haben. Und ich habe mir gedacht, wie kommt das? Wie kommt dieses Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Dies ist die Realität, weil wir sehen nur Popcorn und Konfetti sehen wir. Wir sehen nur Party. Ja, als junger Mensch, du bist 20 Jahre, 21 Jahre, du bist am Wochenende in jeder Disco. Ja, bei mir war es so gewesen. Ja, bei mir war es so gewesen. Natürlich nicht mit den Klamotten hier. Ja,
Aber ich bin jedes Wochenende von einer Disco in die andere gegangen. Boxer in Köln, viele Leute kennen einen, überall umsonst rein, 5 Discos an einem Abend. Ja, ist doch cool, ne? So, dieser ganze Film und diese ganzen Leute. Und dann siehst du aber Leute, die Realität des Lebens, wie Menschen in Einsamkeit leben. Wir reden heute von Gefängnis. Diese Menschen leben teilweise gefangener als im Gefängnis. Und kein Mensch kümmert sich drum. Und die Kinder sind eventuell weit weg und wollen gar nichts mehr mit diesen Jungen, mit diesen Herrschaften zu tun haben. Und da sind mir 2 Sachen aufgefallen. 2 Sachen. Dass immer derjenige, der eine religiöse Bindung hat, auch christliche Religion, ja, mehr Halt hat im Alter. Weil er eine Hoffnung hat. Und dass diejenigen, die mehr Kinder haben, immer glücklicher sind und jemanden haben, der sie besucht. Der bei ihm ist. In den meisten Fällen. Und dadurch habe ich mir Gedanken gemacht über Kinderkriegen, über dieses soziale Leben. Und dann siehst du um dich herum diese ganzen Probleme. Der ist geschieden mit dem, der ist geschieden mit dem, der ist geschieden mit dem, Gastronomie und der ist geschieden. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, was ist der perfekte Weg im Leben? Wie kommt man klar? Und da habe ich mir gedacht, diese Antworten findet man in irgendeiner Religion. Ich habe am Anfang nicht über Islam nachgedacht, weil ich hatte auch so teilweise den Eindruck, dass Islam ist so Christentum für Araber und Türken. Auf diese Art und Weise. Und auf der anderen Seite vielleicht auch durch das schlechte Image. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Aber ich habe halt gedacht, du beschäftigst dich jetzt mal mit Buddhismus. Positives Image in Deutschland. Nicht wie Islam, der von solchen komischen Leuten hier gepredigt wird. Ja? Sondern positives Image. Der Dalai Lama hat für jeden ein Lächeln und so. Da habe ich mir ein Buch damals gekauft. Vergleich von Buddhismus und Christentum. Ich weiß den Titel jetzt nicht mehr ganz genau. Und da habe ich mir das durchgelesen. Und da habe ich über Zen-Buddhismus gelesen und so weiter. Aber ehrlich gesagt hat mich diese Religion nicht gefesselt. Es liegt auch daran, dass beispielsweise Gautama Buddha, der Religionsgründer, 563, das findet man dann, ungefähr 563 vor Christus gestorben ist oder geboren, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das, was man heute sagt, historisch gesehen, kann das, was vom Buddhismus gelehrt wird, nicht mehr auf Buddha zurückgeführt werden. Und ich habe mich halt weiter beschäftigt und wollte dann über verschiedene Religionen lesen. Und dann war ich im Zivildienstlager in Trier. Da geht man dann eine Woche hin, wenn man Zivildienst macht. In Trier gibt es so eine Schule, ist ja gar nicht so weit von hier entfernt. Und da habe ich jemanden kennengelernt von einer streng anti-islamischen Gruppe. Und ich habe ihn gefragt, was ist das Ziel in eurer Partei? Also das ist die christliche Mitte Deutschlands. Und der kam aus Saarlouis damals. Und da hat er gesagt, ja, unser Ziel ist, wir wollen also den Islam in Deutschland beseitigen. Warum? Ich war tolerant, christliche Schule auf. Warum denn? Das ist doch so und jeder hat seine Religion. Die Muslime sind ja noch 600 Jahre zurück. Ja, Mohammed kam ja 600 nach Jesus. So nach diesem Motto war ich damals. Ich hatte ja keine Ahnung vom Islam. Auf jeden Fall, er war mit und das und die Religion und grausam und boah, Bombe, dies, das, ne? Das typische Schema. Und durch diese Beleidigungen habe ich mir danach gesagt, ich möchte mich jetzt mal mit der Religion befassen. Ich möchte mich jetzt mal mit der Religion befassen. Und das müsste normalerweise das gewesen sein, Rosenmontag 2000 müsste das gewesen sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil ich kann mich noch erinnern, weil ich bin dann krank geworden und dann konnte ich nach Hause gehen und Karneval feiern. Und als ich nach Hause gekommen bin, hatte meine Schwester einen Koran zu Hause gehabt. Da habe ich gesagt, super, das trifft sich gut. Dann beschäftigst du dich jetzt mal hier mit diesem Koran. Und da habe ich den Koran aufgeschlagen und habe den von vorne bis hinten durchgelesen. Von der Seite 1 bis zur letzten Seite. Und ich habe die Angewohnheit, ich schreibe immer in Bücher rein. Das war also nur die deutsche Übersetzung. Da habe ich mir immer Sachen, die mir gefallen haben, habe ich unterstrichen. Und da gibt es natürlich auch Sachen, die mit
nach dem im westeuropäischen Gedanken Dinge sind, die komisch sind. Kopftuch und so weiter, was steckt denn da? Ne? Und da habe ich dann ein Fragezeichen gemacht. Wieso? Wieso dies und das? Da habe ich mich damit beschäftigt. Und danach gab es viele Fragezeichen, aber auch viele Antworten. Und Fragezeichen, beispielsweise die ganzen Dinge, die uns seltsam vorkommen, wie ich schon gesagt habe, nach diesem säkularen Verständnis. Aber eine Sache, die hat mich richtig gepackt. Richtig gepackt. Und zwar, dass ich nie ein Buch gelesen habe, wo der allmächtige Gott so vollkommen beschrieben wird wie der Koran. Dass ich nie ein Buch gehabt habe, was trotz deutscher Übersetzung mich so gefesselt hat und mir Antworten gegeben hat, warum gibt es Gut, warum gibt es Böse? Die Frage wurde eben gestellt, wenn Gott die Menschen liebt, warum gibt es das Böse? Warum? Hier ist es erstmal so, Gott liebt nicht jeden Menschen. Laut islamischem Verständnis. Und wir sagen dann auch zu einem Christen, wenn Gott jeden Menschen liebt, warum gehen dann einige Leute für Ewigkeit in die Hölle? Sondern Allah sagt im Koran ganz deutlich, denn dieses Konzept, wenn Gott die Menschen liebt oder wenn Gott gut ist, warum gibt es Böses? Ja? Das ist ein Konzept, was viele Leute in den Atheismus geführt hat. Man sagt, ja, Gott ist doch nur gut, der ist für unsere Sünden gestorben. Wie kann es dann böse Sachen geben? Aber die Antwort ist ganz einfach. Das ist kein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt, sondern es ist ein Beweis, dass du ein falsches Konzept von Gott hast. Sondern Gott sagt ganz eindeutig im Koran, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Derjenige, der Leben und Tod erschaffen hat, um euch auf die Probe zu stellen, wer die beste Taten verrichtet. Der Tod ist für viele die größte Katastrophe. Aber das ist etwas, was Gott erschaffen hat. Es könnte keinen Tod geben, wenn Gott den Tod nicht haben wollte. Der Tod ist eine Schöpfung von Gott. Und der Tod ist wie ein Symbol für alles Schlechte. Jeder hat Angst, die meisten haben Angst vor dem Tod. Das ist das Ende. Die schlimmste Krankheit sozusagen, auf ein anderes, ist der Tod. So, und hier sagt Gott ganz eindeutig, wenn jemand sagt, warum gibt es in dieser Welt keine Gerechtigkeit, dann ist die Antwort mit einem Satz im Koran, dass diese Welt gar nicht die Welt der Gerechtigkeit ist. So einfach. Denn er sagt in Suratul Yasin, Sure 36, فَالْيَوْمَ لَتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Am heutigen Tag wird keiner Seele Unrecht geschehen und jeder wird nur nach dem belohnt werden oder entlohnt werden, was er getan hat. Das heißt, die Abrechnung kommt am jüngsten Tag, aber Gott hat dieses Leben als Instrument gemacht zur Probe. Und jetzt wird jemand sagen, ja warum, warum stellt das auf die Probe? Dann sagen wir, wir können den Gott, ich sage jetzt mal Gedankengang, auch wenn wir bei Gott nicht sagen Gedankengang, aber damit wir es verstehen, was ich meine, können wir nicht nachvollziehen. Aber was wir nachvollziehen, ist das, was wir zu tun haben und das, wovor wir stehen. Denn Gott ist ein Wesen über unsere Vorstellungskraft. Gott hat uns in einer dreidimensionalen bzw. vierdimensionalen Welt geschaffen. Das heißt Höhe, Breite, Weite, Zeit. Aber dies sind alles Dinge, die Gott erschaffen hat. Gott hat Raum und Zeit erschaffen. Kann man sich ein Wesen vorstellen, das unabhängig ist von Raum und Zeit? Kann man sich ein Wesen vorstellen, was vor der Zeit existiert hat? Das heißt, es gab eine Zeit, in der es keine Zeit gab. Komischer Satz. Es gab eine Zeit, in der es keine Zeit gab. Kann man sich vorstellen, dass jemand in einer zweidimensionalen Welt lebt? Können wir uns vorstellen, dass Gott vielleicht eine achtdimensionale Welt geschaffen hat? Nein. Das, was wir hier haben, ist nur das, was wir wahrnehmen. Und wir können uns andere Dinge gar nicht vorstellen. Wir kennen unsere Sinne. Hören, sehen, schmecken. Kann man sich noch andere Sinne vorstellen? Außer Helga von Sinnen vielleicht oder so. Nein. Wir können uns keine anderen Sinne vorstellen, weil wir können uns nur das... Versuch doch mal einem Blinden zu erklären, wie grün aussieht. Einer, der total blind ist. Versuch doch mal einem Volltauben zu erklären, wie sich Michael Jackson anhört. Ja, vielleicht machst du einen Moonwalk oder so und dann weißt du, wie sich anhört. Aber nein, das kannst du nicht.
Das heißt, wir leben in einer begrenzten Welt und das ist genau das, was Gott im Koran sagt. Er sagt, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Sie umfassen nichts von seinem Wissen, außer das, was er will. Das heißt, wir umfassen nicht von seinem Wissen, warum hat er uns diese Probe gegeben. Aber was wir umfassen ist, dass wir auf der Probe sind. Und dass wir am jüngsten Tag entschädigt werden. Und dass das der Tag der Gerechtigkeit ist. Und jeder Mensch, der auch nur ein Staubkörnchen Gutes getan hat, wird es sehen. Allah sagt, und wer nur ein Staubkörnchen, sinngemäß, wer nur ein Staubkörnchen Gutes getan hat, wird es sehen. Und wer nur ein Staubkörnchen Schlechtes gesehen hat, wird es sehen. Das ist die ganz einfache Erklärung. Und derjenige, der in diesem Leben vielleicht das größte Leid gehabt hat und den größten Schaden, Allah, der Allmächtige Gott, hat die Ewigkeit, diesen Menschen zu entschädigen. Und derjenige, der in diesem Leben vielleicht üppig gelebt hat, aber ein Verbrecher war, ein schlechter Mensch war, Gott hat die Ewigkeit, um ihn zu bestrafen. Deswegen sagt er, das eigentliche Leben ist das jenseitige Leben. Und der Prophet Muhammad, alaihi salatu wassalam, sagt, wenn das diesseitige Leben für Gott nur so viel wert wäre wie der Flügel einer Fliege, würde einer von diesen Leuten, die die Botschaft verleugnen, nicht mal einen Schluck Wasser bekommen. Aber das ist die Probe, dass wir Geduld zeigen, dass wir weitermachen, dass wir durchstehen. Und subhanallah, du siehst Leute, die den Glauben haben, selbst in der schlimmsten, wenn sie den schlimmsten Schaden haben, sind sie glücklich. Es gibt Leute, Muslime, die kriegen einen großen Schaden. Zum Beispiel jemand wird geboren mit einem Herzfehler und sie weinen von Freude, dass Allah sie auf die Probe gestellt hat. Ja, das heißt, nichts und niemand kann dich erschüttern mit diesem Bewusstsein. Wenn du dieses Bewusstsein hast, dass alles, was dir geschieht, gut für dich ist. Und der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam sagt, أَجَّبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ. Verwunderlich, wunderbar ist die Lage eines Gläubigen. Warum? فَإِنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ. Denn alles, was ihm geschieht, ist gut für ihn. إِنْ أَصَابَتُ السَّرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Wenn ihm eine Probe, wenn ihm etwas Erfreuliches trifft, dankt er Gott dafür. Und das ist gut für ihn. وَإِنْ أَصَابَتُ الدَّرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Und wenn ihn eine Probe trifft, dann ist er geduldig und das ist gut für ihn. Denn jeder Mensch, der hier sitzt, hat ein Leben mit Höhen und Tiefen. Es wird jemand geboren, es wird jemand sterben. Er wird gesund sein, er wird krank sein. Und diese Höhen und Tiefen ziehen sich durch das Leben wie ein roter Faden. Aber wie kommt man damit zurecht? Und das wird beantwortet in dieser Religion. Alhamdulillah. Dann sagt der Prophet, alayhi salatu wassalam, noch, dass derjenige, der in diesem Leben alles gehabt hat, aber der Botschaft nicht gefolgt ist, sinngemäß, wenn er am jüngsten Tag auch nur einen ganz kurzen Moment, sinngemäß, in die Hölle getaucht wird, der wird alles vergessen, was er im Guten hatte. Und derjenige, der vielleicht in diesem Leben Schaden hat, aber gläubig war, er wird diese Sachen alle vergessen, alhamdulillah. Denn das ist nicht das eigentliche Leben. Das eigentliche Leben ist das jenseitige Leben. Und die Spielregeln hast nicht du gemacht. Die hat nicht ich gemacht. Die hat Gott gemacht. Ob man die will oder nicht. Viele Leute denken, sie hätten einen persönlichen Gott, wie ein Teddybär. Ja, warum Gott, warum hast du das gemacht? Einmal nach dem Tsunami-Unglück, da meinte eine Theologin im deutschen Fernsehen, könnt ihr euch das vorstellen, eine Theologin. Da sieht man mal, was für ein Bild von Gott. Oder was für ein Konzept von Gott vielmehr. Wenn ich Gott am jüngsten Tag treffe, dann muss er sich warm anziehen. Mit wem hat dies zu tun, Auzubillah? Das heißt, das sind seine Spielregeln. Die hat er gesetzt, ob du willst oder nicht. Du kannst nicht sagen, ja, ich glaube nicht an Gott, weil die Frau hat bei der Geburt Wehen, der Mann aber nicht. Finde ich unfair. Das sind die Spielregeln von Gott, das sind nicht meine Regeln. Das sind die Regeln von ihm. Und dieses ganze Konzept, diese ganze Wischi-Waschi, alles, alle kommen ins Paradies, damit wird aufgeräumt, denn das ist unrealistisch. Wir brauchen uns nur um uns herum zu gucken. Alhamdulillah. Wie gesagt, diese Sache hat mich gepackt, weil das Sinn ergibt.
Aber ich wollte den Islam noch nicht annehmen, weil für mich gab es viele Fragezeichen. Und ich habe mir gedacht, ich habe einst den Glauben an das Christentum verloren und ich möchte jetzt nicht den Islam annehmen und dann auf einmal sehe ich, oh, da ist doch das eine oder andere vielleicht doch nicht richtig oder es gibt einen, den einen oder anderen Widerspruch. Deswegen habe ich danach nochmal die Bibel von vorne bis hinten gelesen. Dann komplett. Und auch wieder Fragezeichen, dies, das. Und subhanallah, was ich in der Bibel gefunden habe, ist, dass diese ganzen Punkte, die mir nach dem säkularen Verständnis seltsam vorkamen im Koran, dass ich die auch in der Bibel finde. Kopftuch, 1. Korinther 11, Vers 7. Ja, und andere Sachen. Todesstrafe und so weiter und so fort. Findest du alles. Genesis 22, Deuteronomium 25 und so weiter. Du findest diese Sachen. Ich sage mir, ja, das steht dort auch drin. Haben wir gar nicht gewusst. Dann habe ich den Koran nochmal gelesen. Dann habe ich das Neue Testament nochmal gelesen. Dann habe ich den Koran nochmal gelesen. Und dann habe ich mich mit anderen Religionen, Hinduismus, Judentum und so weiter verglichen. Aber für mich hat diese Sache Sinn ergeben. Und gerade Punkte, die mir zunächst seltsam vorkamen, haben für mich nachher Sinn ergeben. Warum muss denn die Frau Kopftuch tragen? Was ergibt das für einen Sinn? Und vorher durch meine Lebenserfahrung habe ich gesehen, wie Familien auseinanderbrechen. Dann sagst du dir, guck mal, warum ist das dazu gekommen? Du siehst immer dasselbe. Dieses Zusammenkommen von Geschlechtern auf übermäßige Art und Weise und der Mann hat sich auf einmal verliebt in eine andere Frau und subhanallah, meine Mutter, die ist keine Muslimin, aber die sagt, subhanallah, diese Regeln sind genau richtig. Die sagt, ich sehe es selber mit meinen eigenen Augen dir, Gastronomie, ich sehe es selber. Der ist geschieden. Und eine Bekannte, die wurde von ihrem Mann verlassen, die sagt genau dasselbe. Warum? Ja, wir sind immer feiern gegangen, dann einen getrunken, auf einmal hat der sich mit der verliebt und meistens der sich in die verliebt und sie sich in ihn verliebt und so weiter und so fort. So kommt es meistens. Warum? Weil der Satan versucht, die Menschen so zu packen. Deswegen sagt Allah im Koran, La taqrabu zina, näher dich nicht der Unzucht. Der sagt nicht, La taznu, begeht keine Unzucht. Der lacht, La taqrabu zina, kommt ihr nicht nah. Warum? Weil es ein schlüpfriger Weg. Wie, wenn du dich einer Wasserstelle näherst und hier wird es schlüpfrig. Umso näher du rankommst, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass du hineinfällst. Das ergibt Sinn. Die andere Sache ist, welchen Vorteil oder welchen Nachteil haben wir dadurch? Das heißt, man versucht irgendwo dieses ganze System zu begrenzen. Es sagt vielleicht jemand, ja, der Mann muss sich doch zusammenreißen. Stimmt, muss er auch. Aber Gott weiß auch, wie er es dem Mann erleichtert und auch der Frau. Denn es geht nicht nur um die Frau, es geht nicht nur um den Mann, es geht auch um die Frau. Heute wollen jedes vierte 16-jährige Mädchen will eine Gesichtsoperation haben. Wir sehen, wie Leute gemobbt werden in den Schulen ohne Ende, fertig gemacht werden, weil das Aussehen im Vordergrund steht. Das liegt alles daran. Das wäre nicht so, wenn man etwas von seinen Charme, von seinen Reizen reduzieren würde, wenn das alle Menschen tun würden. Dann wäre das nicht so. Ja? Wir haben jetzt gerade einen schlimmen Fall gehabt, wo sowas natürlich bis ins Äußerste gegangen ist. Aber okay, trotz alledem, wir sehen wie, ich bin doch selber hier aufgewachsen. Ich war ja eher jemand, der andere fertig gemacht hat, wenn ich ehrlich bin. Nicht wegen Aussehen oder so, sondern auf andere Art und Weise. Ja, ne? Ein gemeiner Kerl sozusagen. Nicht immer, manchmal. Ja, aber trotzdem, es ist einfach so, ihr kennt es selber alle aus der Schule, wie es Außenseiter gibt. Wegen Aussehen, was hast du für Haare, was hast du für eine Schuhmarke, was hast du. Woran liegt das? Wenn wir ganz ehrlich sind, weil das Aussehen des Menschen im Vordergrund steht und weil die Rücksicht völlig aus dem Fenster geworfen wird. Aber wenn man dieses islamische Bewusstsein hat, sieht die Sache anders aus. Ja? Und so habe ich dann angefangen zu beten. Erstmal. Ich habe den Islam noch nicht angefangen, aber habe angefangen zu beten. Ich habe alles auswendig gelernt, wie betet man und so weiter. Und dann kam mein Freund Cengiz Koç, der war damals Kickbox-Weltmeister und war auch bei Olympia 2000 dabei gewesen, im Superschwergewicht. Und er hat immer gesagt, komm mal mit in die Moschee, ach, du bist doch schon Muslim und hin und her und so. Ich habe gesagt, warte, weil der Satan, der wollte nicht, dass ich diesen Schritt gehe. Der hat mich immer so ein bisschen gezogen. Nein, komm, warte noch, vielleicht findest du noch irgendwas.
leicht. Und so, und eines Tages, da kam ein Sparringspartner aus Amerika, der hat immer mit Sven Ottke und Markus Beyer Sparring gemacht. Khalid Jones hieß der war auch Weltmeister in einem der kleineren Verbände. Und der war auch Muslim und der hat mir auch einen Koran auf Englisch geschenkt und verschiedene Bücher und so weiter. Und er hat dann zu mir gesagt, der Genghis Khoja ist immer mit ihm zum Sparring, zum Freitagsgebet gefahren. Und eines Tages konnte der Genghis Khoja nicht fahren, der hat mich angerufen, hat gesagt, bitte kannst du dem zur Moschee fahren. Dann habe ich ihn zur Moschee gefahren, bin in die Moschee reingekommen, erstmal zwei Rakats gebetet. Ich wusste ja schon, wie man betet. Und dann saß ich dort und dann kam ein älterer marokkanischer Herr und er meinte dann zu mir, auf die eine oder andere Art, weiß ich nicht mehr genau im Wortlaut, bist du der einzige Muslim in deiner Familie? Oder sind deine Eltern auch Muslime? Ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall meinte ich, nein, ich bin der einzige Muslim in meiner Familie. Weil hier hat sich der Satan von mir entfernt und gesagt, nein, ich bin der einzige Muslim in der Familie. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und in diesem Moment habe ich Islam angenommen, Alhamdulillah. Alhamdulillah, das ist die Geschichte. Und seitdem, ja, habe ich halt versucht, mich etwas weiterzuentwickeln. Alhamdulillah, und ein bisschen gelernt.